Und jetzt Ring, Ring, Ring. Neueste nationale Nachrichten. Heute Morgen beim Schnurrbartstutzen beim Friseur war ich noch gut gelaunt. Aber was musste ich da hören? Am Abend haben 8 Rechtsextremisten den Kirchturm der Ranolli-Kirche bestiegen, haben sich dort verbarrikadiert, von oben Pyrotechnik gezündet. Was? Neonazis haben einen Kirchturm in Dortmund besetzt? Islamisierung stoppen? Hallo? Nazis besetzen Länder und keine Kirchtürme, ihr Vollpfosten. Und dann frage ich mich, wie blöde kann man sein? Kein Mensch hat verstanden, was ihr Quarkbeutel da für Parolen brüllt, weil die Kirchenglocken läuten. Oh, der heilige Bimbam war lauter. Die Pastorin, die an dem Abend im Einsatz war für eine Adventsandacht, hat dann sehr geistesgegenwärtig, aber ruhig reagiert, hat die Glocken angestellt, um die Parolen zu übertönen, die da oben auf den Türmen nach unten gedreht wurden. Was? Oh. Ich höre immer noch nichts, ihr Bumsknödel. Ihr seid wirklich dümmer als die Polizei erlaubt. Wenn man einen Kirchturm besetzt, muss man mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass auch die Glocken läuten. Und weil süßer die Glocken hier klingen, habt ihr auch nichts gehört, als die Polizei kam und euch unterbelichtete Langsamdenker abgeführt hat. Aber statt die Festnahme wie Männer zu nehmen, jammert ihr Waschlappen auch noch rum, weil die bösen Glocken zu laut waren. Ich fass es einfach nicht. Uns liegt eine Strafanzeige vor eines Angehörigen der rechten Szene gegen die Pfarrerin der Ranolli-Kirche wegen Körperverletzung. Ihr Milchbrötchen wollt die Weltherrschaft und klagt über Ohrenschmerzen durch Glocken? Ihr habt den Knall doch nicht gehört, ihr tauben Nazi-Nüsse. Ich trete euch gleich in eure Glocken, dann wisst ihr, was gefährliche Körperverletzung ist. Ihr Ohrfeigengesichter, Windelpupser, Dumpfdödel.